Moin Leute, herzlich willkommen bei 100 Hektar Heimat. Ich bin Philipp und wir befinden uns gerade in Sielhorst, einem kleinen Ortsteil von Raden in Nordrhein-Westfalen. Hinter mir steht mein Haus, in dem ich wohne, und heute bekommt ihr eine kleine Roomtour über meinen Betrieb. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wohne hier in dem Haus zusammen mit meinen Eltern. Mein Vater ist der Betriebsleiter und hat den Betrieb von meinen Großeltern übernommen. Und ich bin die neue Generation, die demnächst an den Start geht. Ich zeige euch heute meine Stallung mit den Kälbern und den Ochsen, meine Maschinen, die Biogasanlage und mein absolutes persönliches Highlight, meine Ladies auf der Weide. Mich interessiert, was eure Betriebe besonders macht. Deswegen schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Als erstes zeige ich euch meine Stallung. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt bei mir im Kälberstall angekommen. Meine kleinen Mädels sind auch schon da. Wo ist Harry? In der Landwirtschaft wird oft vom Betriebsspiegel gesprochen und ihr fragt euch bestimmt, was das ist. Der Betriebsspiegel ist im Grunde genommen einfach nur eine Darstellung des Betriebs mit Fläche, Tierhaltung und Maschinen. Quasi Quartett für Landwirte. Und manchmal ist auch jemand mit dem Trumpf dabei, der die 1000 Hektar hat. Da will man dann einheiraten. Unser Betrieb ist in keine besondere Richtung spezialisiert. Was daran liegt, dass mein Vater hauptberuflich ITler ist. Wir haben hier Mutterkühe, Bullenmast, Schweinemast, Biogas und Acker- und Futterbau. Das hier ist wie gesagt der Stall für meine Kälber. Hier hinter mir würden normalerweise noch die Mutterkühe stehen, aber die sind draußen auf der Weide. Hier auf dem Betrieb haben wir 14 Kälber, 32 Bullen, 2 Mutterkühe, 8 tragende Rinder, ein Kalb, was noch damit beiläuft, und ein Ochse. 8 Bullen mussten gerade gehen, weil sie zu alt wurden und ihr Schlachtgewicht erreicht hatten und sind nun irgendwo auf dem Teller. Des Weiteren sind wir auch nochmal 400 Mastschweine. Auf die kommen wir aber auch nochmal später zu sprechen. Die Kälber haben wir bei uns hier auf dem Betrieb, einfach weil es günstiger ist, selber Tiere aufzuziehen, als sie teuer als Fresser beispielsweise einzukaufen. Kühe haben einfach einen ganz besonderen Charakter und sind ganz besondere, liebevolle und zuneigungsliebende und gebende Tiere. Also gib mir mehr von dem, was du lieben nennst. Ihr hört es ja schon im Hintergrund. Hier hinter werden gerade die Schweine gefüttert. Da kommt jetzt gerade das Futter in die Tröge und die Schweine stürzen sich da gerade drauf. Wir können erstmal gerade reingehen und uns das angucken. Das hier sind unsere Mastschweine. Hallo. Aus den Leitungen ist gerade das frische Futter gekommen und die Schweinchen lassen sich hier gerade sehr gut schmecken. Wir haben hier in unserem Stall Platz für 500, stallen aber aus Tierwohlgründen nur 400 ein. Hinter mir seht ihr im Gang noch die Schieber stehen. Die sind dafür da, um die Gülle hier aus dem Keller, wo die Schweine halt reinmachen, hinten auf dem Hof in den Behälterlauf zu lassen. Damit er sich wieder füllen kann, muss ich die Schieber dort halt wieder reinstecken. Und das mache ich jetzt gerade mal. Hey, ganz ruhig. Ich persönlich möchte eigentlich keine Schweine mehr halten, weil die finanzielle Lage momentan einfach sehr schwierig ist. Man kriegt schlechte Preise für die Schweine und des Weiteren sind die Tiere sehr unruhig und ich selber bin eigentlich eher ein ruhigerer Typ und habe lieber mit Tieren zu tun, die auch ruhiger sind. Und das sind halt einfach meine Kühe. Wir gehen jetzt nochmal zurück in den Stall und dann erkläre ich euch da nochmal mehr drüber. Hier in diesem Stall werden die Kälber groß. Dort hinten fressen sie. Wo sie fressen, kacken sie üblicherweise auch. Deswegen liegen sie hier in dem vorderen Bereich lieber, da hier das Stroh immer frischer ist. Früher standen hier Milchkühe in Anbindehaltung. Da vorne an der Tür da stand ein kleiner Kraftfutterwagen. Und wenn mein Papa dann mit meiner Oma zusammen die Kühe gemolken hat, wurde ich als kleiner dreijähriger Butschi da reingesetzt und haben dann das Kraftfutter der Kühe gefuttert. Die Ochsen und Mutterkühe können wir hier zusammenhalten, einfach weil die Ochsen, sie haben keine Nüsse mehr und stellen deswegen auch keine Gefahr dar, ihre Schwester oder ihre eigene Mutter zu decken. Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Die Kollegen von Die Frage haben sich auch mit diesem Thema beschäftigt, wo eine junge Frau erklärt, was es bedeutet, wenn zu Hause sein ständig unterwegs sein bedeutet. Stichwort Region. Im Betriebsspiegel gibt es auch die sogenannte geografische Lage. Und was es damit auf sich hat, zeige ich euch jetzt. Unser Betrieb liegt in der Gemeinde Raden im Ortsteil Sielhorst. Wir bewirtschaften 80 Hektar, von denen 7 Hektar Grünland sind. Hinter mir sind übrigens gerade meine Kühe. In unserem Betrieb arbeiten wir mit 2 Arbeitskräften, mein Vater und ich. Nebenher arbeite ich aber auch noch als Lohner. Ein Lohner ist ein Dienstleister für andere Landwirte, der mit Maschinen aushilft, die der Landwirt selber nicht hat, beziehungsweise mit Arbeiten aushilft, die der Landwirt selber nicht machen kann. Ich selber arbeite als Lohner einfach, weil es natürlich immer noch ein ganz angenehmes Nebeneinkommen ist und mir macht die Arbeit draußen auf dem Feld mit Maschinen halt einfach sehr viel Spaß. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir uns in keinem Bereich besonders spezialisiert. Wir haben aber Tiere, was für unsere Region sehr normal ist. Das hier ist jetzt unsere Maschinenhalle.
Hier vorne an diesem Platz, der jetzt gerade so frei ist, würde normalerweise unser großer Ackerschlepper stehen. Dort ist unser Fünfscherflug. Das da vorne ist unser ältester Trecker. Der wurde von meinem Opa damals neu gekauft, 1974, und ist seitdem hier auf dem Betrieb und hat sage und schreibe 23.000 Stunden ohne Probleme geleistet. Hinter mir ist der Futtermischwagen, mit dem wir jeden Morgen frisch für unsere Tiere das Futter zubereiten. Hier ist unser Pflegeschlepper mit Frontlader, der eigentlich alle Arbeiten rund um Haus und Hof macht, Pflegearbeiten auf dem Feld. Hier seht ihr unsere Pflanzenschutzspritze mit einem Spritzmühlenbehälter, der 2000 Liter Spritzbrühe fasst. Das hier kennen nur tierhaltende Betriebe. Das ist eine sogenannte Güllepumpe. Mit einer Güllepumpe wird eigentlich nur Gülle von einem Loch ins andere Loch gepumpt. Unser Mähwerk, das ist 3,20 Meter breit, mit dem wir jedes Jahr unsere 7 Hektar 4 bis 5 Mal mähen. Das hier ist mein Lieblingsbaby. Den fahre ich jeden Tag, einfach weil das Einstreugerät da hinten dran hängt, mit dem ich jeden Morgen bei meinem Bullen frisches Stroh einstreue. Ich finde insgesamt alte Trecker sehr geil, einfach weil, wenn man damit fährt, das Feeling einfach so ist wie früher für einen kurzen Moment und man einfach so dieses Spartanische mal richtig spürt, wie Treckerfahren früher mal war, mit der hakeligen Schaltung, kein Radio, lauter Motor, der Wind und der Regen im Gesicht, das ist einfach geil. Ich schwinge mich da jetzt mal kurz drauf und zeige euch, was das Ding kann. Ich zieh durch, ne? Knurrt wie ein Kätzchen. Den Fuhrpark habt ihr jetzt gesehen, besonders mein Lieblingsbaby hier. Und als nächstes zeige ich euch die Silofläche. Links von mir seht ihr unseren Bullenstall mit unseren Bullen. Hinter mir ist die Mais-Siloplatte, wo wir den Mais für unsere Bullen, für die Kühe und für die Kälber lagern. Dahinter befindet sich die Gras-Siloplatte, wo wir das Gras für unsere Kühe und für die Bullen lagern. Hinter mir seht ihr jetzt das Blockheizkraftwerk. Das hat eine KW-Leistung von 250 Kilowatt. Und mit diesem Blockheizkraftwerk erzeugen wir einmal Strom, was ins öffentliche Netz geht, mit dem ihr auch eventuell euer mobiles Endgerät gerade ladet, auf dem ihr das Video hier schaut. Und daneben ist ein Trocknungscontainer, in dem Holz getrocknet wird, damit ihr im Winter zu Weihnachten schön den Kamin anstellen könnt. Die weitere Wärme nutzen wir, um die Wohnhäuser von uns und unseren Nachbarn zu heizen und um unseren Schweinstall zu heizen. Hier sind wir jetzt auf einer von unseren zwei Biogasanlagen. Beide Anlagen sind ungefähr 2 Kilometer von unserem Hof entfernt. Diese Anlage ist eine Gemeinschaftsanlage, an der sich alle Landwirte aus der Region sowohl mit Geld als auch mit Fläche daran beteiligen durften. Die Grundidee des ganzen Konzepts war es ganz einfach, dass jeder hiervon profitieren sollte, um so das Überleben unserer kleinen Familienbetriebe zu sichern. Hinter mir geht jetzt gerade das Rührwerk los, was dafür sorgt, dass dieser ganze Brei in dem Behälter richtig schön durchgemischt wird. In dem Behälter sind viele kleine Bakterien, die die Gülle, den Mais und den Mist verdauen. Und das muss man sich so ungefähr vorstellen, als würden diese vielen kleinen Bakterien in den Behälter pupsen und das bläht ihn auf. Mit diesem Gas wird dann der Motor betrieben, der ein Aggregat antreibt, was Strom erzeugt, und die Abwärme des Motors wird genutzt, um warmes Wasser zu erzeugen. Die Wärme, die dabei dann entsteht, geht an die verschiedenen Haushalte, die hier bei uns angebunden sind. Und der Strom, der erzeugt wird, geht ins öffentliche Netz, von denen dann am Ende alle was haben. Michel beliefert ebenfalls eine Biogasanlage in seinem Ort mit Mais. Hier kommt ihr zu seinem Video, in dem der Mais geerntet wird, aus dem dann hinterher Strom erzeugt wird. Habt ihr auch eine Biogasanlage in eurem Ort? Lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Wo der besagte Mais und die anderen Früchte angebaut werden, zeige ich euch jetzt. Hier stehen wir vor einem unserer Felder. Wir bewirtschaften insgesamt 80 Hektar. Wir bauen in unserer Fruchtfolge Getreide an in Form von Roggen und Retikale, Mais für die Biogasanlage und zum kleinen Teil für unsere Tiere und Zuckerrüben. Die Zuckerrüben gehen zu einer Zuckerrübenfabrik in der Region. Die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich damit, mich um unsere Felder zu kümmern. Das bedeutet Bodenbearbeitung in Form von Grubbern, Pflügen, aber auch natürlich die Aussaat und der Pflanzenschutz. Das Geilste am Acker ist, wenn man im Sonnenuntergang ein richtig geiles Bild vom Schlepper für den Social-Media-Kanal machen kann. Wir haben für unsere Region relativ wenig Tiere in unserem Betrieb und das meiste Geld verdienen wir damit, dass wir Zuckerrüben an die Zuckerrübenfabrik verkaufen und Mais an unsere Biogasanlage. Apropos Tiere, jetzt zeige ich euch meine Ladies. Die Haltung der Mutterkühe ist mein Hobby. Das hier ist Pinsky und die heißt so, weil sie, ja, weil die Rasse Pinzgauer heißt und deswegen ist ihr Name Pinsky. Hasi braucht jetzt gerade Aufmerksamkeit. So,
einmal, ne, für den Neid, ne, für den Neid. Die Haltung der Mutterkühe ist wirklich nur ein Hobby. Man sieht es, das meiste an denen liebe ich halt einfach diese Zuneigung, dass man sie alle streicheln kann und dass es einfach so ruhige, entspannte Tiere sind. Meine Kühe habe ich ausschließlich aus der Region. Einige von denen habe ich von einem Lehrhof, auf den ich Lehre gemacht habe, geschenkt bekommen. Und die werden hier jetzt groß. Das hinter mir ist die Illegale. Alle Kühe haben hier Namen oder so einen bestimmten Spitznamen. Und sie heißt jetzt die Illegale, weil jede Kuh hat einen sogenannten Rinderpass. Und ohne den dürfen die nicht weiterreisen. Und sie ist leider mit dem falschen Pass eingereist und deswegen heißt sie jetzt die Illegale. Ich mag Kühe halt einfach total gerne und mir macht auch die Zucht Spaß, einfach zu sehen, wie ein kleines Kälbchen hier bei mir auf der Weide groß wird, ist halt einfach schön. Das mache ich immer ganz gerne auf dem Sonntagmorgen so. Einfach mal in die Weide gehen, ein bisschen Kühe streicheln, Therapie für die Seele. Ihr seht, meine Mädels brauchen mich jetzt. Deswegen danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.